Maximilian I. von Habsburg, der letzte Ritter des Abendlands, der erste Kaiser der Neuzeit. Er wird einmal über halb Europa herrschen. Er hat zwar in der schönen Rosina von Kraik seine Lebensliebe gefunden, aber um der Macht willen wirbt er um Maria, die Erbin von Burgund. Wird ihn das Streben nach Ruhm um sein Glück bringen? Der Umbruch vom Mittelalter zur Renaissance hat begonnen.